Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von A New Life. Ja, ich habe bei Moana das Spiel entdeckt und habe mich da ein bisschen drüber informiert und habe mir gedacht, das wäre eigentlich auch was für mich, um das Ganze mal zu spielen. Und naja, ihr kennt mich ja, alles was ich spiele, Let's Play ich dann auch oder zumindest 99,9% der Spiele, nicht ganz alles. Und es hat sich doch sehr gut angehört. Es ist wohl nicht so lange, habe ich mir sagen lassen. Also mit einer Stunde sollten wir normalerweise auskommen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Es gibt, ich glaube, 8 verschiedene Enden, stand bei Steam. Da ist das auch zumindest gestern noch im Angebot gewesen. Ich glaube, heute ist es jetzt nicht mehr im Angebot. Also wir haben jetzt heute Donnerstag. Könnt ihr gerne mal schauen, aber es ist auch sonst nicht besonders teuer gewesen. Wir werden jetzt einfach mal ein neues Spiel beginnen. Unser erstes Gespräch. Nochmal, unser erstes Gespräch. Darf ich hier sitzen? Sicher. Aber sicher. Wie heißt du? May. Und du? August. Was für ein Name. Oh, ich habe von dir gehört. Was hast du gehört? Naja, du interessierst dich doch für Musik. Und du machst alles in Gruppenarbeiten. Mein Freund war in einer deiner Gruppen. Ist dein Freund ein Faulenzer? Ja, das ist der Grund. Okay, okay, fairer Punkt. Ja, mich würde aber mal interessieren, wer das gesagt hat. Wer hat über mich gesprochen? Wir kennen viele der gleichen Leute. Hast du Informatik studiert? Bin ich ein Verräter? Ja, ich auch. Die Frage ist, machst du das hier fürs Geld oder aus Spaß? Das ist wirklich die Frage. Ein bisschen von beiden. Ich wünschte allerdings, ich hätte mehr Zeit für die Kunst. Du machst Kunst? Darf ich mal sehen? Oh, ja klar. Lach aber nicht. Oh, ist das süß. Das ist wunderbar. Oh, danke. Ich liebe es, wie glücklich die beiden aussehen. Nicht wahr? Katzen, die ihr bestes Leben leben. Kann ich noch mehr sehen? Willst du das? Aber natürlich. Ich musste immer wieder an unser gemeinsames Mittagessen denken. Wie konnte ich sie wiedersehen? Ich habe meinen Ausweis beim Mittagessen vergessen. Hast du ihn gesehen? Ich hab ihn. Ich kann ihn dir morgen geben. Gleiche Zeit, gleicher Ort? Hm. Ja? Was spielst du? Ein Lied, das mir eingefallen ist. Wow, das hast du gemacht? Ja, es ist aber nicht richtig. In meinem Kopf klingt es anders. Für mich klingt es toll. Danke, May. Was machst du so? Oh, ich zeichne nur etwas. Das klingt fantastisch. Kann ich es sehen, wenn du fertig bist? Willst du es sehen? Oder nicht, wenn das ein Problem ist? Nein. Es ist nur, ich bin es nicht gewohnt, Leuten mein Zeug zu zeigen. Es könnte peinlich sein. Das ist schon in Ordnung. Uns allen ist es ein bisschen peinlich, was wir machen. Weil es uns so viel bedeutet. Ich liebe alles, was du tust. Ich bin sicher, es ist wunderschön. Oh, ich liebe auch, was du tust.
Wie klingt das Lied in deinem Kopf? Ein bisschen wie. August. Wie bitte? Darf ich dich küssen? Ja, warum nicht? Ja. Wir waren noch jung. Ich hatte null Erwartungen an die Liebe. Aber es war leicht, sich in May zu verlieben. Ich konnte mich nicht davon abhalten, mich in sie zu verlieben. Worüber denkst du nach? Ich dachte, du schläfst. Ich kann aus irgendeinem Grund nicht einschlafen. Hast du versucht, Schafe zu zählen? Hab ich. Ich nenne mein 200. Schaf August. Warum August? Weil meine beste Freundin August heißt. Sie verdient es, geehrt zu werden. Als Schaf? Gut. Ich werde jetzt Goldstatuen zählen. Besser? Viel besser. Was willst du nach deinem Abschluss machen? Einen Job bekommen? Bücher lesen, für die ich keine Zeit gefunden habe. Reisen. Ich wollte schon immer durch Asien und Europa reisen. Das ist eine lange Liste. Gibt es noch etwas anderes? Ich wollte schon immer ein Geschäft gründen. Warum ein Unternehmen gründen? Ich will etwas tun, was mir wichtig ist, weißt du? Ja, ich verstehe dich. Das Leben ist so öde, wenn ich meine Arbeit nicht mag. Was für ein Geschäft? Bin mir nicht sicher. Etwas, das mit dem Schreiben zu tun hat? Und Kunst und Software Engineering, da steckt das Geld. Aber das könnte sich geändert haben. Wie hat sich das geändert? Ich habe dich kennengelernt. Und jetzt denke ich, es sollte auch musikbezogen sein. Ha, hast du vor, es mit mir mitbegründen zu lassen oder so? Haha, das wäre toll. Stell dir die Schlagzeilen vor. Nerd-Lesben werden reich durch Zeichnen und Singen. Aber nein, es ist, weil du mich inspiriert hast. Ach wirklich? Erzähl mehr. Haha, ja. Du sorgst dich und das merkt man. Du weißt so viel über Musikproduktion und Musiktheorie. Es ist nicht schwer. Schau einfach auf YouTube. Psst. Nimm das Kompliment an. Haha, okay. Deine Arbeit beeindruckt mich, weißt du? Danke, May. Ich möchte jetzt versuchen, Musik zu machen, weil es bei dir nach Spaß aussieht. Wenn du jemals Mitbegründer sein willst, lass es mich wissen. Du würdest mit mir Mitbegründer sein wollen? Ja. Ich inspiriere dich, du inspirierst mich, May. Du bist so geschickt und doch bescheiden, freundlich und fleißig. Ich glaube, ich habe mir mit dir jemanden außerhalb meiner Liga geangelt. Ich würde so gerne mit dir arbeiten. Oh, ich glaube, du bist außerhalb meiner Liga. Dann wird es unser Traum sein. Ich liebe dich.
Ich liebe dich auch. Ah, ich bin so aufgeregt. Unsere Hochzeit wird fantastisch werden. Wir werden Kätzchen und Welpen zum Streicheln haben. Ha, und wenn die Gäste Allergien haben? Stimmt. Wie wäre es dann, wenn alle Gäste Tamagotchis bekommen? Du spinnst doch. Du magst mich doch. Apropos Gäste, wen sollen wir einladen? Also ich persönlich bin ja mal für kleine Hochzeiten, ne? ich weiß ja nicht, wie bei denen Freunde und Familie drauf reagieren. Keine Ahnung, ich kenne deren Familien ja nicht. Ich gehe jetzt mal einfach von mir aus. Also sage ich mal nur wir. Wie wäre es mit nur uns und vielleicht ein paar engen Freunden? Oh, buh, warum denn? Morbiger-Virus, was? So wird es ruhiger und friedlicher sein. Es kann unser privater Moment sein, anstatt dass wir eine Show abziehen. Ah, okay. Das klingt wirklich schön. Aber du schuldest mir was, Boda. Boba. Ich will. Wir starten einander in die Augen. Und ich fühlte mich so glücklich. Ich habe versprochen, mein Leben mit ihr zu verbringen. Tödliches Morbiga-Virus befällt Amerika. Versammlungen von was weiß ich. Ich gehe einkaufen. Brauchst du irgendwas? Ich gehe einkaufen. Brauchst du irgendwas? Komm nach Hause. Mir ist langweilig. Ich bin aber fast da. Keine Ahnung. NVM, was auch immer das heißen mag. Puh, SFX. Ich sehe dich später. Kann man das eine übersetzen? Ihre Frau wurde positiv auf das Virus getestet. Wir müssen sie unter Quarantäne stellen. Als jemand, der ihr nahe stand, sollten sie sich auch selbst isolieren. Hallo, Liebes. Wie geht es dir? Gut, danke. Einsam ohne dich. Ich bin auch einsam. Was hat der Arzt gesagt? Sie sagen, ich sollte bald raus sein. Ich bin nicht in Gefahr. Ich bin nicht alt. Ich habe keine anderen gesundheitlichen Probleme. Und es geht mir gut. Wie vertreibst du dir die Zeit? Ich schreibe in mein Tagebuch, schaue aus dem Fenster. Es ist so schön draußen. Ist es nicht langweilig? Soll ich etwas mitbringen, zum Beispiel Bücher? Nein, das ist nicht nötig. Ich genieße die Langsamkeit. Sie lässt mich die kleinen Dinge im Leben wertschätzen. Wie und die Waren? Welche Waren? Worauf freust du dich, wenn du entlassen wirst? Dich zu sehen. Dich wieder zu umarmen. Ich mich auch. Erzähl mir eine Geschichte, August. Eines Tages kämpfte ein süßes, nettes, taffes und kleines Mädchen gegen einen großen, stacheligen Jungen. Ein kleines, bin ich das? Keine Spoiler.
Sie kämpfte und kämpfte und gewann schließlich. Sie kam nach Hause zu ihrer Frau, die ihr zur Feier des Tages einen Kuchen gebacken hatte. Sie adoptierten eine Katze und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oh mein Gott, ich liebe diese Geschichte. Erzähl weiter. Dann adoptierten sie einen Hund. Ah, was für einen Hund? Einen dummen, aber süßen, goldenen Lepp. Und darf ich dich was fragen? Ja? Was auch immer wirst du versuchen, glücklich zu sein? Ich. Wieso legt die jetzt einfach auf? Irgendwas mit den schlechten Nachrichten vom Arzt? Sie ging zu früh. Was, wenn ich das verhindert hätte? Das würde sie wollen. Nicht wahr? Ende. Und ich war wieder allein. Okay. Das war jetzt ein bisschen sehr kurz. Was hätte sie denn verhindern können? Durften die nicht heiraten oder durften die beide nicht zusammenkommen oder was weiß ich was? Ich meine, im Endeffekt habe ich alles so gemacht, wie man es eigentlich im Leben hätte machen sollen. Ja gut, abgesehen mal von der Hochzeit, die darf natürlich auch gerne groß gefeiert werden. Ja. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrollt dadurch, dass das jetzt doch so schnell vorbei war. Und unsere Story jetzt gerade mal knapp 17 Minuten gedauert hat. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Es ist auch irgendwie eine sehr seltsame Geschichte gewesen, muss ich dazu sagen. Ich sag's mal so, es ist nicht die Regel, dass Leute krank werden, von irgendeinem Virus befallen werden und gesund, sage ich jetzt mal, quasi wieder entlassen werden oder werden sollten und dann doch plötzlich sterben. Das ist definitiv nicht der Regelfall, aber kann es sicher auch geben. Dass das jetzt allerdings gerade thematisiert worden ist, also dieser absolute Regelfall in dieser Geschichte, finde ich doch ehrlich gesagt ziemlich traurig, weil ich dachte, währenddessen die Geschichte baut sich ja doch sehr schön auf und ich dachte, man kann jetzt irgendwas aus deren Leben mitbekommen oder dieses ganze Zwischenmenschliche eventuell ein bisschen mitbekommen, ob sie sich streiten, ob sie sich im größten Teil immer gut verstehen und keine Ahnung, wie vielleicht auch deren Umfeld darauf reagiert hat, dass die beiden plötzlich in eine Frau verliebt sind, also ineinander verliebt sind. Die eine hat ja anfangs gesagt, die Blonde war es, glaube ich, dass sie einen Freund hat. Ich habe jetzt eigentlich gehofft und gedacht, dass das jetzt alles hier thematisiert wird, aber dass das Ganze jetzt so abgeschoben wird, sage ich mal, auf eine, Randgeschichte bezüglich eines Viruses und fand ich jetzt ehrlich gesagt irgendwie doof. Ich weiß nicht, ich werde versuchen, gleich nochmal einen zweiten Teil aufzunehmen. Vielleicht, soll ich sie dann irgendwie abstoßen und wir dürfen nicht heiraten oder was weiß ich was. So nach dem Motto, man überlebt halt eben nur, wenn man alleine lebt oder was weiß ich was. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, was jetzt diese Moral in diesem Spiel sein sollte. Das wirkt alles so ein bisschen für mich persönlich manipulierend, aber eben negativ manipulierend. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Ich werde trotzdem versuchen, das Ganze mal in eine andere Richtung zu lenken. Und dann werden wir hoffentlich sehen, wie das Ganze ein anderes Ende findet. Mia, ich habe das Spiel jetzt diverse Male gespielt. Leider konnte ich bisher kein anderes Ende finden. Ich habe sie abgewiesen, ich habe sie nicht abgewiesen.
Also andere Enden habe ich schon in dem Sinne gefunden, beziehungsweise dass die Verläufe halt eben anders gekommen sind. Aber es ging irgendwie immer nur dazu über, dass ich am Ende alleine gewesen bin. Und das ist natürlich nicht besonders schön, wenn man ein Spiel so gut vermarkten möchte, dass man immer nur das Negative zeigt, weil das Leben ist nun mal nicht negativ, das Leben ist sehr positiv. Und ja, Viren zum Beispiel sind auch immer ein Thema gewesen in der Menschheit. Wir leben mit Viren. Wir haben Hunderttausende, glaube ich, in unseren Körper drin und also auch andere Organismen und so weiter. Wer sich da mal so ein bisschen mit beschäftigt, ja, der wird auch nicht so ein, ehrlich gesagt, für mich sehr depressiv rüberkommendes Spiel machen. Also ich konnte leider kein positives Ende bisher finden. Deswegen gehe ich davon aus, dass es kein zweites Video geben wird. Was ich sehr, sehr schade finde, weil es hieß, dass es, ich glaube, 8 verschiedene Enden geben sollte. Ja, und meine irgendwie immer mehr oder weniger gleich enden, obwohl ich ja auch andere Optionen gewählt habe. Das Einzige, was ich nie anders gewählt habe, ist die Hochzeit, beziehungsweise doch, da habe ich auch die große Hochzeit schon mal gewählt. Das hat auch nicht funktioniert. Da haben wir leider trotzdem kein positives Ende bekommen. Und ja, das wollte ich jetzt nur als kleine Anmerkung noch geben, was ich sehr, sehr schade finde, weshalb ich es ein bisschen bereue, dieses Spiel überhaupt gekauft zu haben. An sich wäre es wirklich sehr, sehr schön gewesen. Es ist eine, so wie es aussieht, sehr kurze, aber sehr schöne Liebesgeschichte zwischen den beiden, dass man das Ganze jetzt aber so kaputt macht, indem man immer wieder darauf besteht, dass ein böser Virus kommt und dieser böse Virus halt das Leben der beiden kaputt macht, finde ich ehrlich gesagt ein wenig arm. Sorry, wenn ich das so sage, ist auch nur meine Meinung. Aber es ist nun mal so, es gibt Viren auf der Welt, es gibt 100, ich weiß nicht, Milliarden verschiedene Viren, mit denen wir tagtäglich, natürlich nicht mit allen, in Verbindung geraten. Und egal, ob es jetzt Corona ist, ob es jetzt Influenza-Virus ist oder was weiß ich, das sind alles Viren, die der Körper nun mal verarbeiten kann, sofern er denn gesund ist. Natürlich, es gibt auch Krankheiten, die nicht jeder übersteht. Beispielsweise heftige Krankheiten wie Krebs oder mir fallen gerade nicht so viele ein, AIDS beispielsweise, also sprich, wenn HIV wirklich aufgetreten ist und auch ausgebrochen ist, weil das sind ja zwei verschiedene Sachen, HIV infiziert zu sein und wirklich AIDS zu haben. Solche Infektionen sind natürlich sehr traurig und dürfen auch gerne thematisiert werden, wie ich finde, aber das ganze Spiel mit ja verschiedenen Visionen, die ich jetzt schon durchgespielt habe mittlerweile, immer nur negativ enden zu lassen, finde ich sehr, sehr schade und gibt mir persönlich einen extrem faden Beigeschmack, was dieses Spiel betrifft. Ja, ich hätte sonst Interesse, noch weitere Versuche zu machen bei dem Spiel, aber nicht, wenn es immer nur so depressiv endet, dann spiele ich lieber was richtig aus dem Leben gegriffen wurde und nicht, ja, ich sag mal, Einzelschicksale irgendwo definiert. Natürlich ist es traurig, ich möchte es auch nicht irgendwie herunterspielen oder so, aber ja, es kommt doch extrem manipulierend rüber und dementsprechend möchte ich nicht auf diesen Zug auffahren. Ich bedanke mich trotzdem dafür, dass ihr mit mir zusammen dabei wart, dieses Spiel gespielt habt und ich verspreche euch, das nächste Video wird wieder ein schönes Video. Bis dann. Ciao.